Feedback-System. Auf der Welt gibt es sehr viele Feedback-Systeme. Ein System kann alles Mögliche sein. Ein Zusammenspiel von verschiedenen Kräften, die eine Wirkung haben. Ein Feedback-System ist ein solches System, welches etwas produziert, ein Output hat, irgendein Ergebnis hat. Und dieses Ergebnis wird wieder vorne in den Prozess hineingeführt. Also der Output, der produziert wird, ist gleichzeitig der neue Input für die Zukunft. Und so beeinflusst dieses System sich selber. Diese Selbstbeeinflussung findet überall auf der Welt statt, bei so vielen Systemen, beim Menschen, beim Wetter, und ist äußerst wichtig. Die Welt ist nicht nur ein Zahnradsystem, wo wir nichts mehr ändern können, wenn es einmal läuft, dann läuft es, sondern durch diese Feedback-Eigenschaft können wir immer wieder auch korrigierend eingreifen. Zum Beispiel der Mensch, der hat die Sinne und nimmt die Welt wahr. Wenn er handelt und etwas tut, dann sieht er gleichzeitig, was er da tut und was dabei rauskommt. Und das Ergebnis seiner Handlung, das nimmt der Mensch wieder als Maßstab für die Handlungen der Zukunft. Und das ermöglicht erst das Lernen. Ohne dieses Feedback-System, was im Menschen drin steckt, wäre Lernen gar nicht möglich. Und das Prinzip des Feedback-Systems tritt in der Welt überall, im Großen wie im Kleinen, auf. Meistens hat so ein Feedback-System eine Sicherung eingebaut, dass es nicht explodiert, sage ich jetzt mal. Man stelle sich vor, man hat eine mathematische Gleichung, man nimmt eine Zahl immer mal 2 und was da rauskommt, wird vorne wieder reingeworfen. Also ich starte mit der 1, nehme es mal 2, kommt 2 heraus. Dann werfe ich das Ergebnis wieder vorne rein, also 2 werfe ich vorne rein und dann wieder 2 mal 2, gibt also 4. 4 kommt raus, ich werfe die 4 vorne rein und es kommt 8 heraus und ich werfe die 8 herein, es kommt 16 heraus. 16, 32, 64 und so weiter, es explodiert, es wird immer größer, das exponentielles Wachstum. Und das tritt bei den natürlichen Feedback-Systemen normalerweise nicht so auf, weil es immer verschiedene Kräfte gibt. Diese Kräfte sind gegensätzlich angeordnet. Eine aufbauende Kraft, eine zerstörende Kraft oder Yin-Yang, wie auch immer man das bezeichnen will. Auf jeden Fall, sie wirken in gegensätzliche Richtungen. Und es sind auch keine linearen Zusammenhänge. Und das stabilisiert das Ganze. Also wenn zum Beispiel beim Wetter, wenn irgendein Einfluss das Wetter jetzt wärmer macht, dann wird mehr Wasser verdampft. Ja, die Weltmeere erwärmen sich, es wird mehr an der Oberfläche des Meeres Wasser verdampft. Es bilden sich also mehr Wolken und diese Wolken schirmen wieder die Sonne ab und es kommt weniger Wärmestrahlung von der Sonne, also weniger Licht und damit halt auch weniger Wärmestrahlung und hierdurch auf den Planeten und so kühlt sich das Wetter wieder ab. Also die eine Kraft macht es vielleicht wärmer und dann erzeugt dieses Wärmerwerden automatisch von selbst eine Kraft, die es wieder abkühlen lässt. Das muss so sein und ist so, sonst würde dieses ganze System, diese ganze Erde, der ganze Mensch niemals funktionieren, weil es in einer explosionsartigen Vernichtung enden würde, wie bei dieser exponentiellen Gleichung 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 und so weiter. Es würde einfach explodieren, es würde in einem Riesenknall enden, weil es nicht wieder zurückgeführt wird auf ein normales Maß. So gibt es in der Natur Jäger-Beute-Beziehungen, die sich selbst regulieren. Der Jäger schlägt die Beute und die Beute wird dadurch weniger und dadurch gibt es auch nicht mehr so viel Jäger, weil die Jäger werden irgendwann, ja,
teilweise verhungern, weil sie nicht mehr genügend Beute vorfinden. Also wenn es nicht genügend Beute gibt, wird es auch die Jäger reduzieren und damit kann die Beute sich wieder vermehren. Diese bezüglichen Beziehungen schwanken oft zwischen verschiedenen Werten. Es sind alles immer Kurven, es sind zyklische Ereignisse, zyklische Prozesse. Die Welt ist sehr zyklisch und immer wieder regulierend. Sonst hätte die Welt es schon gar nicht so lange ausgehalten bis zu diesem Zeitpunkt. Schwierig wird es jetzt, wenn wir aus der Gleichung verschiedene Kräfte herausnehmen, wenn wir meinen, wir müssten eine Kraft herauslösen und sie kontrollieren und so stark beeinflussen, dass sie nicht mehr dieses Feedback-System in der regulierten Form aufrechterhalten kann. Also sagen wir mal, jemand hat ein Problem mit seiner Bewegung, er bewegt sich auf eine schlechte Art und bekommt dadurch immer wieder Schmerzen an einer gewissen Stelle. Diese Schmerzen regulieren ja die Bewegung. Das heißt, dieser Mensch wird sich dann nicht mehr auf diese Art bewegen wollen oder er versucht eine neue Bewegung oder er versucht auszuweichen. Auf jeden Fall, dieser Schmerz ist eigentlich ein regulierendes Element, was ein Teil der Heilung auch darstellt. Wenn ich aber jetzt dem Körper diesen Schmerz nehme durch Schmerzmittel, Medikamente, die diese Kraft auslöschen, dann kann ich mich ja weiter auf diese ungesunde Art bewegen und werde damit das Problem nur noch vergrößern. Ich werde es verändern, also dieses Problem wird wachsen und es wird keine Lösung gefunden, sondern es wird sich ausweiten, das Problem, und schließlich noch zu ganz neuen Problemen führen, anderen Problemen. Und wenn ich mich in der Welt so umschaue, dann sehe ich sehr, sehr viele solche Fälle, wo man versucht, regulativ auf diese natürlichen Größen Einfluss zu nehmen, um etwas zu verbessern, und schafft damit nur neue Probleme. Es ist natürlich richtig, Einfluss zu nehmen und ohne Einflussnahme funktionieren ja auch würde der Mensch als Feedback-System ja gar nicht funktionieren. Wir müssen ja Einfluss nehmen, aber wir müssen halt auch daraus lernen und wir müssen verstehen, warum eine Kraft in der einen oder der anderen Art wirkt. Also das Wirken der Kräfte zu verstehen, ist äußerst wichtig, um eine korrekte nächste Handlung zu planen. Ohne das Verständnis kurieren wir nur immer die Symptome, aber niemals die richtige, wahre, dahinterliegende Wechselwirkung. Die Symptome zu kurieren kann sehr hilfreich sein für eine kurze Zeit, wenn es nur darum geht, den Schmerz nicht mehr auszuhalten, wenn der Schmerz ein Problem ist und schon einen Menschen komplett blockiert, also wenn das Leben komplett nicht mehr möglich ist durch diesen Schmerz, dann muss natürlich erst der Schmerz beseitigt werden, um vielleicht nochmal neu von vorne anfangen zu können und dann langsam zu schauen, was denn war, der wahre Grund dahinter ist. Also wer nur noch mit dem Schmerz beschäftigt ist, kann auch nicht mehr heilen. Da ist dann die Selbstheilung durch den Schmerz auch schon ein bisschen blockiert, aber in erster Linie sollte man versuchen, die natürlichen Prozesse, die auf dieser Welt angelegt sind, wirken zu lassen und verstehen, was dort passiert, beobachten, fühlen, erforschen, ein Verständnis entwickeln durch Beobachtung der Natur, durch Beobachtung der Dinge. Daraus entwickelt sich dann die Erkenntnis, wie man besser und richtiger handelt. Danke.